Servus die Maru, grüß dich die Burm. Ich bin's wieder, euer Pepe-Onkel. Ja, heute geht's wieder endlich zurück in die City. Ich habe ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Ich habe mir kleinere Polybags und so eingebaut und auch die Fließerei begonnen. Ich habe gehört, am Discord gibt es eine miese Fließerei zwischen Ben Brix und Fuselino. Ich schließe mich da an. Schauen wir, wer mehr Fliesen verbauen muss. Und ich würde sagen, schauen wir kurz rein. Das Wetter, habt ihr gesehen, ist dieses Wochenende bei uns überragend. Darum ist es natürlich die beste Zeit, um Lego zu bauen. Viel Spaß! Ja, als klassischen Untergrund für die ganze gefließte Wasseroberfläche werden natürlich Steine in Schwarz, in Hellgrau, in Dunkelgrau und auch in diesem Dark Tan bzw. Dark Grün verwendet. Das gibt einfach ein bisschen einen Tiefeffekt, vor allem wenn man dann von oben drauf schaut, und finde ich, ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Und da geht sie los, die Fließerei. Hier habe ich heute um die 250 Stück 2x1 Teils in Trans Clear Blue verbaut. So, das sind jetzt gerade die letzten Stücke, die verbaut werden, und diese ganze Trans-Clear-Fließerei hat mir in etwa eine Viertelstunde gekostet. Ich habe dann am Abend, haben wir sich noch einen Iago Movie angeschaut, und da habe ich entdeckt, hey, cool, der Steg, der Pier, der dort gebaut ist, das wird ja viel besser für den Steg auch und für den Erweiterten als Mittelsteg in meiner City passen. Und drum seht, was dann passiert ist.
Genug der Fliesere. Bauen wir was, ha? Und beim Müller habe ich das Polybag 30420 Harry Potter und Hettig gefunden. Zum einen, ich habe immer noch keine Eulen gehabt, die Hettig ist da wirklich genial. Und zum anderen habe ich mir gedacht, die Bank, das kann man super einbauen. Ich habe da eh so einen kleinen Bereich vor der Strandschicht, ihr seht es dann später nochmal auf dem Foto, wo ich einfach so Bänke bauen kann. Zum Schluss noch die versprochene View oder die Neuigkeiten auf meiner Stadt. Die 4015, das Schiff, das ich euch letztens schon vorgestellt habe, das U-Boot aus dem letzten City-Set, hier der neue Steg, den ich jetzt durchgezogen habe, gefliest habe, ein Blick über den Strand, ein neuer Kaktus ist entstanden. Hier die zwei Bänke von, eine eben original aus dem Set von Harry Potter. Und ganz zum Schluss noch für die Steffi der versprochene Pferdeanhänger. Ja, da sind wir nun am Ende angelangt dieses Videos. Ich hoffe, euch hat das Update in meine kleine Lego City, in unsere kleine Lego City gefallen. Es ist natürlich noch viel mehr weitergegangen. Es ist überall auf allen Enden und Ecken wird gebaut und wird verfeinert. Aber das möchte ich mir aufheben für eine spätere Folge, da doch das ein oder andere bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Hier war es heute speziell die miese Flieserei. Und zwei Sachen möchte ich euch noch vorstellen, oder eine Sache habe ich euch schon mal vorgestellt. Von HallOfBricks.de haben wir uns nette Minifiguren zukommen lassen und die sind einfach nicht. Da ist es so. Und die zweite, die kennen Sie schon, die habe ich schon mal vorgestellt, das war eben der Stay-at-Home-Guy. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und wir sehen uns demnächst. In diesem Sinne, habe die Ehre, euer Pepe Onkel.